Hallo allerseits. Im heutigen Video schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Ganz unspektakulär. Nein, vielleicht auch doch nicht. Ich möchte euch nämlich mal einen kleinen Überblick geben, wie meine Lego-Sammlung so organisiert ist. Dazu sei noch gesagt, die Aufnahmen habe ich letzten Herbst gemacht. Es hat sich seither auch schon ein bisschen was geändert. Und ich hatte die Videos einmal in einem 5-stündigen Stream gezeigt. Allerdings denke ich, dass sie da ein bisschen untergegangen sind. Und ich würde behaupten, dass die Bilder das wert wären, dass ich darauf einmal in einem Video etwas näher eingehe. Also, direkt zur Sache. Das hier ist Stapel Nummer 1, der steht im Schlafzimmer meiner Mutter. Die Bilder sind alle etwas durcheinander, also lasst euch bitte davon nicht irritieren. Hier die Sammlung meiner Steinebücher. Leider hat sich daran bisher nichts wieder getan. Durch Corona und durch Lockdown und Ladenschließung und Homeoffice kam ich nicht mehr wirklich in den Store rein. Auf jeden Fall, das sind über 30 Becher. Auch wenn mit 18 Euro das Stück ein Becher recht teuer ist, muss ich sagen, ich finde sie ungemein praktisch, weil da sind häufig viele nette Teile an der Pick-a-Brick-Wand im Store zu bekommen. Und gerade bei Fliesen lohnt sich das auch echt. Also da kriegt man Teil für unter 2 Cent das Stück. Aber gut, das soll auch gar nicht großes Thema sein. Hier in der Schublade ist ein bisschen Kleinkram, auch gar nicht großes Thema. Hier mein Kleiderschrank, da hat sich auch einiges getan. Dieser Stapel Bauanleitung war nämlich in der Zwischenzeit noch weiter gewachsen, sodass er schon umgestürzt ist. Den habe ich jetzt umgeräumt in 2 33 Liter Stapelboxen. Die sind auch so gut wie gefüllt und es sind noch ein paar mehr Schienen dazu gekommen. Hier modulare Gebäude, die ich vor 8, 9 Jahren gebaut habe. Das hier auf eBay gekauft, die anderen hier ein bisschen bunt, aber waren halt meine ersten Gebäude. Die stehen da jetzt schon seit Jahren rum und ja, ich habe mich einfach noch nicht davon getrennt. Dann hier so ein paar, zweimal zwei Steine, davon habe ich insgesamt, glaube ich, 12.000 Stück mittlerweile, sind auch schon wieder anders gelagert. Also es hat sich da einiges getan seither. Hier ein kleiner Stapel an Boxen, 33 Liter jeweils, kosten um die 18, 19 Euro. Aus Großbritannien ist alles jetzt etwas schwieriger gewesen. Ich habe auf die letzte Lieferung etwas länger warten müssen, aber sind super praktisch, weil man da ungemein viel reinkriegt. Lassen sich super stapeln bis unter die Decke und ist staubgeschützt. Ja, und zudem lassen sich die Züge auch damit super im Auto transportieren. Hier mal eine kleine Übersicht. Hier zu sehen war Waggon aus dem Set 7740, hier der Weihnachtszug. Aber auf die Inhalte gehen die nächsten Bilder nochmal etwas detaillierter ein. Das ist nochmal der Stapel aus einer anderen Perspektive. Ja, etwas unordentlich und ich hatte leider auch eine nicht ganz so vorteilhafte Kamerawinkeleinstellung. Aber gut, genau. Hier zu sehen, die Box geht bis unter die Decke. Hier mein ICE, der niederländische, holländische Schnellzug. Hier sieht man die Hamburger S-Bahn etwas angedeutet. Jo, so sieht es dann halt aus. Eine Box mit dem DB Regio Doppelstockzug und Metronom. Und hier noch so ein Lok dazwischen. Und dann noch so ein paar Schleswig-Holstein-Wagen. Das heißt, da geht einiges rein. Passt auch genau. Also das ist immer das Perfekte und auch mein Ziel, dass ich das so reingepuzzelt kriege, dass man alles wieder gut rekonstruieren kann, also gut wieder reinbekommt und es nicht verrutscht, dass man die Boxen, wie es mein Vater auch mal tut, auch mal schräg halten kann, ohne dass da was kaputt geht. Jo. Nochmal. ICE ist leider ein bisschen wenig ergiebig, weil hier sind noch Teile vom Bahnsteig drin. Also der ist an Vielfalt am wenigsten drin. Und ich glaube, das ist auch die Box mit am wenigsten Zugelementen oder Zugeinheiten. Aber immerhin immer noch insgesamt 9 Teile. Ja, 33 Liter. Hier die Hamburger S-Bahn, hatte ich ja schon eben angesprochen. Hier mein allererster Eigenbau Intercity. Der rote Streifen hätte eigentlich doppelt so hoch sein müssen. Dann wäre das deutlich realitätsnah. Und hier zwei Lokomotiven, für die ich leider noch keine Motoren übrig hatte. Hier sieht man dann die Wagen nebeneinander. Etwas Luft, also es klappert etwas, wenn man die Boxen, wenn man an den Boxen wackelt, aber rutscht eigentlich kaum hin und her. Hier noch ein paar Custom-Züge. Ja, ich sollte wahrscheinlich im Interesse der Länge des Videos auch nicht so dezidiert auf alles eingehen. Den hier habe ich auf jeden Fall auf eBay Kleinanzeigen mal gekauft. 4 Wagen für 300 Euro.
Eine 5-Wagen für 300 Euro, genau. Hier werdet ihr nicht erahnen können: Talliszug, mein zweiter Eigenbauzug, Silberlinge N-Wagen. Eurocity ist allerdings alles schwer zu erahnen. Genau, hier der Thales, wie eben schon angesprochen, kommt auch nicht so richtig zur Geltung auf dem Foto. Ja, hier mein allererster Zug und da noch Silberlinge, allerdings sieht man da nur das Dach, auch mal auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Trans-Europa Express, auch ein Eigenbau von mir. Darunter sind die Eurocity-Wagen versteckt. Hier sieht man vielleicht die Eurocity-typischen Farben ein wenig hervorstechen. Genau, hier etwas mehr noch und auch die Wagenklappen angedeutet. Und ja, die Türen. Da hatte ich Glück, dass Lego mal eine Zeit lang die seltenen Eisenbahnfenster für 34 Cent das Stück, meine ich, verfügbar hatte. Da hatte ich ein etliche gleich geordert. Mal eine etwas durchwachsene Box, eher so mit Resten und zusammengebastelten Teilen. Darauf gehe ich jetzt mal nicht näher ein. Hier ist auch noch eine Straßenbahn, die ist auch ganz nett. Hier, vielleicht etwas spannender, 12-Foot-Sachen, insbesondere 7750, auch im Top-Zustand. Aufkleber sind nicht aufgeklaubt, Klebliner, weil da war noch ein originaler Stickerbogen bei und das war mir bisher immer zu schade, den zu verkleben. Ja, hier 7820, der Postwagen und sonst einige Sachen aus den 70ern. Weniger interessant, 7745 hier zu sehen. 7810, leider ohne DB-Aufkleber, aber nicht das Gratis-Set aus dem letzten Jahr, sondern ja, das Originalmodell aus den 80ern. Hier Box mit Güterwaggons, einigen von den Ostern-Tankwagen, Kabelrollenwagen. Ich habe jetzt innerhalb der letzten 10 Monate auch noch einiges umorganisiert. Das heißt, es ist alles nicht mehr ganz aktuell. Aber die Box ist tatsächlich rein aus Güterwagen. Also hier die Güterwagen aus dem Set 7939 und sonst die geschlossenen Schiebetürenwagen aus den Sets 4563 und 4564. Also hier der rote zum Beispiel und dann halt der blaue noch. Hier in der Box sind auch nur neben diesem kleinen Kram zwei Züge drin, nämlich 4560 und 4559, jeweils in deutlich erhöhter Länge. 9-Wort-Züge aus den 90ern. Ja. Das ist vielleicht etwas spannender und tatsächlich noch im Pappkarton, weil das wunderbar passt und das würde ich so in der Box nicht reinkriegen. Deswegen habe ich hier tatsächlich einen Pappkarton beibehalten, obgleich der natürlich nicht so stabil ist. Eurocity und Eurostar und TGV. Beides kommt natürlich so nicht so ganz zur Geltung, ist ein bisschen kastenförmig. Hier sieht man auch ein paar Dellen, die kommen tatsächlich durch die Räder. Ja, aber passt wunderbar rein und wackelt eigentlich auch nichts. Also hier ist etwas Lücke, aber ja. Die Box ist etwas mehr durcheinander. Hier sind insbesondere die Güterzüge aus den 90ern drin, auch ein paar von mir selbst gebaute Varianten. Also hier 4563 ganz im Vordergrund. Ist auch noch 4551, die alte Krokodil-Lokomotive. Allerdings ist die hier gerade nicht zu sehen. Ja. Hier ist das Bild ist noch mal ein bisschen besser, aber es ist halt auch ein bisschen undeutlich, uneindeutig. Also, es sind auf jeden Fall insgesamt, glaube ich, 8 verschiedene Züge drin. Ja, hier in der Box noch ein paar 12-Volt-Sachen: 4560, 7760, auch eine ganz begehrte blaue Lokomotive. Hier ein roter Motor. Ja, zwei Personenzüge: einmal 4511 aus 2003 und 7938 aus 2010. Ja, hier sind die teilweise noch ein bisschen sehr verbastelt, hat mich aber irgendwie nie gestört. Ja, das ist in meinen Augen eine der besonderen Boxen, der besonderen Highlights. Hier die Züge aus den 80ern. Da hatte Lego ja noch ein deutlich schöneres System mit deutlich mehr Möglichkeiten und sich weitaus mehr Mühe gegeben. 7755, einer meiner Highlights, 7760 ebenso. 7735 war die erste Lok, die ich besessen, die erste 12-Volt-Lok, die ich besessen hatte, einfach mal über eBay Kleinanzeigen. Ja, 7715, 7730 und 27, so viel dazu und hier noch ein paar. 7725, wenn die Nummern werden wahrscheinlich den meisten von euch nichts sagen, also gehe ich darauf mal nicht näher ein, aber ich glücklich habe ja auch sogar noch einige freie Motoren. 1, 2, 3, 4, 5 Stück, die sozusagen Potenzial bürgen, dass ich mal selbst etwas bauen könnte, also eine eigene Lok kreieren, aber irgendwie hatte ich da noch nie so die springende Idee und auf Krampf macht das auch keinen Sinn. Hier auch noch ein paar Lampen. Nochmal, die Box hatte ich eben schon angesprochen mit den beiden Zügen.
4511 und 7938. Zwei Züge in einer Box, genau, allerdings auch mit mehreren Steuerwagen. Also hier zwei motorisierte und zwei motorlose Steuerwagen, dass man auch einen Langzug haben könnte oder zwei halblange. Und für das andere gilt das gleiche. Hier 10170, der Doppelcontainerwagen aus 2003, 2004. Da ist auch 10133, also die BNSF-Lokomotive, scheint hier leicht hervor und Customwagen nicht mehr auf eBay so gekauft hatte. Aber es soll ja jetzt auch nur ein grober Zug meiner Sammlung sein. Genau, hier sieht man die angesprochene Lokomotive noch etwas näher. Ja, nochmal wieder zwei Personenzüge. Die etwas neueren, also der aus 2018 jetzt und der aus 2014, 651 und 60197. Auch jeweils in mehrfacher Ausführung. Hier seht ihr einmal mit 9-Watt-Motor, einmal ohne, weil ich habe leider keinen weiteren übrig gehabt. Ja, und darunter sind noch ein paar weitere Waggons verstaut. Sind übrigens sehr viele Teile. Das habe ich leider nicht durchgezählt, wie viele Wagen so in eine durchschnittliche Box passen. Auf jeden Fall ist das schon eine ganze Menge. Weil die liegen ja flach, da geht also in der Ebene, in der oberen, weniger rein. Unten stehen die aufrecht, wie ihr hier zu sehen. Also nur wenn man hier mal so überschlägt, sind es ja schon einige Wagen, die hier reinpassen. Also hier müssten das zwei Reihen sein. Und hier sind ja schon nur fünf zu sehen auf dem kleinen Stück. Also insgesamt denke ich 13 plus zwei Reihen mal zwei. Jo, also auf 20 Wageneinheiten kommt man da locker. Je nach Modelltypier lässt sich das vielleicht nochmal zählen. Die ICE 7897 aus 2006 war im Übrigen mein allererster Zug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Teile direkt nebeneinander. Und dahinter noch eine Reihe und obendrauf, also 20 Teile locker. Genau, der Metroliner 1900. 90, der erste 9-Volt-Zug, beziehungsweise 2001, 2000 und 2000, nochmal eine Neuauflage. Ja, davon habe ich drei Stück. Hier nochmal zu sehen, hier das B-Modell und Santa Fe darunter noch versteckt. Das hier war mal so ein anderer Spider-Man-Zug, glaube ich, Wagen. Da gab es auf jeden Fall ein Set zu und ja, hatte andere Räder. Hatte ich mal Glück, dass ich die so auf eBay habe ergattern können. Allerdings selten im Einsatz, genau. Hier nochmal die ECE, also ECE ist tatsächlich die Besonderheit. Das sind meine beiden einzigen Boxen, wo tatsächlich nur ICEs isoliert in einer sind. Also einmal der City-Zug 2006, habe ich so häufig, weil es immer mal günstig gab. Und dann mein selbstgebauter ICE 3 in Anlehnung an den von James Mattis, auch in den Videos vom Lego Novo Train Fan zu sehen. Ab 2009 dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Ja, das hatte ich, nee, das hatte ich nicht gezeigt. Der aufmerksame Zuschauer wird das auch nie denken. Das ist nämlich meine zweite Box mit 12 Volt Sachen hier unten und insbesondere noch ein paar Gepäckwagen, wie zum Beispiel 7815 und hier mein zweiter 7745. Davon habe ich insgesamt drei. Hier eine umgebaute Variante, hier eine Doppellokomotive, das B-Modell vom 7725, die Lok 118, das ganz selten und begehrte Set mit dem Pfeif, mit der Pfeife. Also da konnte man eine Pfeife blasen, startete oder stoppte das Set. Technik funktioniert noch, aber nicht mehr ganz perfekt. Zumal ich die Pfeife leider auch nicht habe. Die ist abhanden gekommen. Aber wenn man da mit dem Stift drauf tippt, es funktioniert es auch. Habe ich übrigens auch mal im Video gezeigt. Ja, hier noch ein paar weitere Güterzüge. Ich sollte das Ganze jetzt auch mal etwas beschleunigen, wie ich auch eben schon sagte. Ich denke mal, die Sets werden die meisten kennen. Hier noch eine Box mit Bauanleitungen, die besteht auch weiterhin so. Ist komplett voll und das ist auch mit eine meiner schwersten Boxen. Ich habe im Übrigen da hinten noch weitere Ordner mit Anleitungen. Also da ist auch schon einiges zusammengekommen, aber Anleitung tut man ja nicht weg. Ein paar Züge aus den 70er Jahren. Da hatte ich jetzt ja unlängst ja auf meinem Kanal auch ein Video gemacht. Insgesamt habe ich drei Boxen aus den 70ern. Das ist die zweite. Die dritte habe ich leider nicht fotografiert, weil die mal ganz verstaut war. Hier ein paar Sachen von neu aufgebauten Sachen, die zu schade für den Betrieb sind. Also, ja. Darauf gehe ich jetzt aber auch nicht näher ein. Auf jeden Fall die unteren Boxen, da sind die Sachen, die ich nur einmal aufgebaut habe und dann nicht mehr im Betrieb hatte, weil das irgendwie zu schade war. Auch hier leider total verwackelt, das Schweizer Krokodil 10183 oder hier 4512. Hatte ich echt komplett neu gekauft und einmal aufgebaut und dann ja für immer verstaut, weil das ist ja zu schade, den Zug im Betrieb zu haben. Also hat überhaupt keine Fingerabdrücke, ist nie gefahren, die Räder absolut ungerollt.
Genau, gleiches gilt für die Sets hier. Im Groben ja schon bekannt, was da drunter ist, gibt es leider nicht vollständig zu sehen. Und ja, hier so mal die ganzen Boxen, die ich euch eben gezeigt habe. Einmal sozusagen von der anderen Seite und einmal von A nach B gestellt. Richtig. Also hier ist es nochmal abschnittsweise zu sehen. Zum Beispiel hier der Zug, er hat auch 2006, 79, 98. Den hatte ich ja eben noch gar nicht angesprochen, aber geht es jetzt auch nicht so um. Eins nur hier, das hat 77, 25, hattet ihr eben nicht gesehen, auch aus den 80ern da nochmal zu sehen. Genau, ja. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Gut, das nur am Rande, die Tower Bridge, auch ein sehr schönes Modell, steht im Wohnzimmer. Jetzt gehen wir mal in den Keller. Da hat sich auch einiges getan, da hatte ich ja auch vor Anfang des Jahres, Anfang des Jahres ein Video zu hochgeladen. Da ist jetzt noch der alte Stand. Also hier zum Beispiel zwei Kartons aus den 80ern, 77,30 und 77,40. Hier mein Baukran, das ist einer meiner allerersten Sets. Habe ich mir auch selbst gekauft damals, 2006. Hier ein paar 12-Volt-Sachen zu finden, ist allerdings bunt durchgemixt und an den meisten Boxen komme ich auch schlecht dran. Das sind 64-Liter-Boxen, also in etwa doppelt so hoch. Hier ist ein Stapel mit 6 Stück und hier unter sind auch nochmal 8 Stück. Und da oben auch noch eine. Ja, teilweise. Das ist jetzt nochmal eine andere Box. Unspektakulär, nur ein paar Schienen, ein paar Einzelteile. Ja, hier, was sich so angesammelt hat an Kleinkram. Autos, Bahnzubehör. Das sind leider keine Original-Lego-Sachen, sondern von Drittherstellern. Die füllen auch eine eigene Box. Genau, auch das kein Original-Lego. Das Karussell, zu schön wäre es, wenn es Original-Lego wäre, ist Lepin. Funktioniert leider nicht so richtig. 10107, also 1097 war das 2009. Das ist ja auch verdammt teuer. Hier mal ein grober Überblick über eine der Boxen, auch aus dem 698, die Verladestation, Feuerwache, jo, und ein bisschen andere Kleinkram, Bus aus 8404, Straßenbahn-Cent, Straßenbahn haben wir auch. Jo, hier das Palace Cinema und ein City-Baukran. Hier nochmal die Straßenbahn. Einige Sets auch nur einmal günstig irgendwann auf eBay neu gekauft und einmal aufgebaut und dann verstaut. Gilt allerdings nicht für alles. Also einiges ist auch gebraucht, schon ein bisschen eingestaubt. Zweimal hier Original Pet Shop. Auch nur einmal aufgebaut und dann direkt verstaut. Und hier Nachmachmodell von Lepin vom 3677 Güterzug aus 2014, glaube ich. Genau, ein paar Straßenplatten. Das ist Original. Ja, hier Trabus aus den 70ern, vorwiegend hier das große Kaufhaus. Pflanzen, das ja. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Das haben wir eben schon gesehen. Genau, das sind Videos. Da kann ich auch noch mal reinklicken. Genau, hier gehe ich einmal den Boxenstapel lang. Ich spule jetzt etwas vor. Also, ja, nur noch mal als weiterer Überblick. Hier nochmal kleiner Überblick über mein Zimmer, ein Regal mit modularen Gebäuden. Das ist, hier stehen jetzt die Harry Potter und die Winkelgasse im Übrigen. Hier ein langer Bahnsteig. Ja, direkt unter der Zimmerdecke. Man muss ja jeden Platz ausnutzen. Ja, Fahrgeschäfte, Karusselle. Und auch hier jeder Platz ausgenutzt, um irgendwo alle modularen Gebäude unterzukriegen. Auch in der Ecke da drüben ging es noch weiter. Genau, da geht es nochmal weiter. Ja, also hier, wie gesagt, alle Gebäude vorhanden. Das auch Original-Lego, aber leider ein bisschen abgewandelt. Da hatte ich mir für 150 € die Teile gekauft. Einiges fehlt, insbesondere Sandgrün. Habe ich mit roten Riffelsteinen ersetzt, die ich alle übrigens aus den Pick-a-Brick-Bechern der Lego-Stores hatte und konnte relativ kostengünstig den Green Gurkha in Rot ersetzen. Hier nochmal der Stapel in meinem Zimmer. Einmal ein Blick von oben bis nach unten. Hatte ich ja schon im Wesentlichen angesprochen, beziehungsweise zumindest angedeutet hier der ECE, wie ich ja schon sagte, vom Lego Nano Train Fan auch im Kanal. Dann habe ich nachgebaut digital und dann Steine gekauft. Da wird sozusagen eine Kopie dessen. Je weiter unten kann man im Regelfall sagen, desto weniger interessant, weil sonst müsste ich ja immer alle Boxen umstapeln und da bin ich natürlich versucht, das auch zu vermeiden. Da stehen meine Steinebecher. Sind leider jetzt nicht mehr geworden. Na, ich hätte im Übrigen auch nicht wirklich Platz für mehr. Ja, hier habe ich die einmal etwas ausgepackt.
aufgeräumt. Ja, hier sieht man nochmal, wenn die so aufgetürmt sind, ist schon recht imposant. Aber da sind auch viele schöne nützliche Steine bei. Wobei ich muss sagen, dass ich auch in den letzten 2, 3 Monaten nichts mehr selber gebaut habe und auch gerade keine Projekte gut laufen hätte. Na, schauen, wie das da so weitergeht. Bauanleitungsstapel sprach ich ja schon eingangs an hier. Und ja, einige Kurven, also in dem Schrank sind alleine um die 400 Kurven schon verstaut. Und ich habe noch deutlich mehr Stellen, wo Kurven zu finden sind. Ja, hier nochmal ein Blick auf die Boxen. Ganz kurz, so genau noch ein Custom-Zug, den habe ich selbst gebaut und den Intercity 2 Doppelstock. Die Box ist nochmal interessanter, deswegen öffne ich sie auch alles original. Zweimal der Smaragd Express, einmal der Weihnachtszug aus 2006. Übrigens der Grund, warum ich mich auf eBay angemeldet habe und hier noch ein paar Custom-Züge, Güterzüge, die ich allerdings nicht selber gebaut habe, sondern Waggons überwiegend über und Loks überwiegend über eBay bezogen. Ja, und in den ganzen Rattankörben sind noch ein paar Einzelteile. Also mittlerweile hat sich auch noch etwas geändert. Das ist nicht mehr ganz aktuell. Also Stellen, hier sind noch ein paar Kurven. Stellenweise ist es mehr geworden, stellenweise ist es auch etwas umgeräumt. Aber ich dachte, die Bilder, nachdem die einmal gemacht wurden und das Licht da im Sommer ja noch ganz gut war, kann ich ja euch auch mal zeigen. Hier mein Lieblingskorb mit vielen nützlichen und spannenden Einzelteilen. Ja, teilweise auch noch von meinen Eltern aus deren Kindheit. Ja. Und ansonsten, ich werde nochmal irgendwann zu gegebener Zeit ein Update machen zum aktuellen Stand, was sich so verändert hat, wenn es wieder heller wird und wenn man wieder Videos mit besseren Lichtverhältnissen machen kann. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, was man hier nochmal sehen wird. In dem Karton sind übrigens komplett nur Geraden drin, vorwiegend 9 Volt Geraden, wie ich ja schon mal sagte, habe ich um die 700 Stück und hier einige Kurven. Deswegen war der Schrank auch da so leer, weil die noch dort lagen, weil ich die noch für ein Turmprojekt brauchte und noch nicht wieder zusammenlegen wollte. Die sind mittlerweile nebst ein paar neuen, die noch dazugekommen sind, alle wieder im Schrank. Hier stehen noch ein paar Sets rum. Der Schienenbogen ist leider mittlerweile schon mal wieder zusammengekracht. Das ist jetzt ja nichts groß Neues. Hier Metronom nicht von mir gebaut, der ist ja von mir nachgebaut. Die beiden Züge von mir gebaut. Der auch von mir, der auch. Also Eurocity und hier ein paar ja, normale Waggons. Und ich gehe nochmal von oben nach unten und von unten nach oben hier. Nach unten vielleicht weniger interessant. Hier die 70er Standard-Sets und die ganzen Custom-Züge. Wir müssten das auch gleich haben. Genau, das hatte ich euch im Wesentlichen auch schon anhand der Bilder gezeigt. Da muss man, glaube ich, jetzt nicht noch mal näher drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall ist es eigentlich immer super einfach, die Boxen zu stapeln. Kann ich auch noch mal zeigen. Also selbst wenn die Kamera noch irgendwo steht, kriegt man das wunderbar hin. Sind super praktisch, super stabil, staubgeschützt. Hier die Züge aus den 70ern, da habe ich jetzt gerade eine andere draufgestellt. Genau, es wird immer ein bisschen chaotisch, wenn ich die Boxen umherbewege. Zum Glück sieht es bei mir im Zimmer gerade etwas anders aus. Nochmal ein Blick in die Box, aber die hatte ich ja eingangs auch schon besprochen, also gehe ich da auch mal nicht noch dezidierter ein. Hier, das hatte ich euch auch schon gezeigt, ein unauffälliger Karstadt-Karton und darin zu finden, wie angesprochen, TGV und Eurostar. Beide Züge auch vom James Mattes Design, vom Lego Number Train Fan auf YouTube, der ja damit sehr erfolgreiche Videos gemacht hatte. Und ich habe die dann irgendwann immer digital nachgebaut anhand der Videos und anhand der Bilder. Und dann ja, mehr oder minder eine exakte Kopie davon mir erstellt. Leichte Abwandlungen, leichte Veränderungen sind schon vorhanden. Dächer kann man auch abnehmen. Einer der wenigen meiner Züge, wo man die Dächer wirklich abnehmen kann. Sonst habe ich immer eher auf Stabilität gebaut. Die Züge aus den 80ern, vielleicht gerade weil viele von euch die gar nicht kennen, nochmal interessant. Lichtsteine und Haftreifen. Ja, darunter verstecken sich auch noch ein paar nette Züge. Ja, insbesondere die Eisenbahnfenster, die es jetzt ja von Lego gar nicht mehr so richtig gibt. Seit 2010, 11. Also dafür, dass die Sets schon 40 Jahre alt sind, muss ich echt sagen, ich bin immer noch von denen begeistert. Auch wenn der Aufbau etwas aufwendiger ist. Hier noch ein paar ältere Sets aus den 70ern von der anderen Seite in etwas besserer Aufnahmequalität.
Mittlerweile habe ich auch den GoPro 9, das sind noch Aufnahmen mit der GoPro 7. Die GoPro 9 hat noch ein paar mehr Aufnahmeeinstellungen. Und hier seht ihr diese leichte Krümmung in der Aufnahme. Das würde ich, wenn ich das nochmal mache, mal rausnehmen. Also wenn die Resonanz gut ist und wenn ihr sagt, nochmal ein neues Video, gerne auch kürzer oder mehr Videosequenzen wie das hier oder mehr Bilder. Also nur Bilder oder nur Video geht alles. Lasst mir gerne ein Feedback da, dann würde ich, wenn ihr mögt, wenn Interesse da ist, auch nochmal ein neues Video machen. Weil wie gesagt, das eine oder andere hat sich garantiert noch verändert. Und ich könnte auch das alles kürzer machen, die Bilder nur so ganz schnell durchklicken. Ja, oder eben auch. Okay, das war jetzt kein Video. Lass ich vielleicht nochmal. Also ich könnte die Bilder nur so durchklicken oder als Diashow mit Audio hinterlegt machen und auch noch deutlich mehr Sachen zeigen. Zum Beispiel noch ein paar alte Kartons aus den 70ern, 80ern, die hier in dem Video noch gar nicht zu sehen waren. Wäre alles nochmal wunderbar möglich. Hier, das ist vielleicht auch nochmal ganz witzig zu sehen. So ist der Anblick, wenn ich die Boxen bewege. War jetzt nicht so leicht, das alles aus dem Video raufzubekommen. Aber dass ihr mal seht, wie schnell oder wie lange das dauert und wie aufwendig das ist. Also für mich eigentlich relativ einfach. Und wenn man da rankommen muss an so einen Zug, wie der hier steht, ist natürlich ein gutes Armtraining, was ich auch gut gebrauchen kann. Ja. Jetzt sieht man es nicht mehr weiter gut. Da habe ich aufgepasst, dass ich die Kamera nicht zubaue und dann wieder zurück. Ab der höchsten Stufe wird es auch etwas knifflig, dann muss ich schon auf Zehenspitzen gehen, hier nicht zu demonstrieren, weil der Karton da noch oben, ganz oben rauf müsste. Aber genau, hier nochmal so ansatzweise. Da kommt dann auch sonst keiner ran. Das heißt, das ist sicher, dass fremde Leute mir meinen Stapel nicht mal eben so wegtragen. Genau. Der Karton hier mit den Euro-Stapel und TGV müsste dann nämlich eigentlich auch noch rauf, aber das konnte ich euch jetzt nicht zeigen in dem Video. Hier noch meine Aufnahme im Keller. Wie gesagt, da hat sich auch schon einiges getan. Hier sind noch ein paar Legosteine drin. Das ist gar nicht so spannend, denke ich jetzt mal. Und ein wildes Durcheinander an Kartons und auch an Schienen. Ja, im Keller sind die Lichtverhältnisse regelmäßig schlecht. Hier, Schienen hatte ich ja mal gekocht. Eins meiner Videos mit der schlechtesten Resonanz, abgesehen vom Feuervideo, ja. 45, 64, 9-Volt-Zug aus den 90ern, der Karton dazu. Riesenrad, ein Kaufhaus, das konnte man da wohl nicht so richtig gut sehen. Und hier einige andere Anzüge. Genau, ich habe jetzt angefangen, die meisten zusammenzulegen, damit ich weniger Platz brauche. Deswegen ist es jetzt auch etwas aufgeräumter. Ja, Kartons nehmen eben schon viel Stauraum weg. Der Karton hier direkt am Fenster ist leider schon ein wenig ausgeblichen. Das ist wirklich das erste und einzige Mal, dass ich das bisher erlebt habe. Den Stapel an Boxen habe ich euch schon eben gezeigt. Hier sind im Übrigen auch noch Kartons hinter, ein bisschen verstauter. Jo, so sehen die Kartons halt zusammengelegt aus. Sind auch noch vorhanden. Und spart etwas Platz. Also, weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das so macht. Was haltet ihr davon? Legt ihr die Kartons zusammen? Oder macht ihr es nicht? Hier vom Smaragd Express, der legendäre Karton, leider hier etwas beschädigt. Hatte ich nämlich gebraucht gekauft, wirklich neu. Und hier nochmal. Ja, ist etwas dunkel, ich weiß. Aber im Keller ist es mit der Ausleuchtung halt auch immer schwierig. Die Kartons hatte ich ja vorhin auch schon mal im Foto gezeigt. 7740, 7730 aus den 80ern. Hier ist es deutlich viel zu dunkel. Ja, und in all den Kartons ist auch immer noch ein bisschen Kram drin, wie Trabos hier zum Beispiel. Ja, hier auch noch ein paar Fernsteuerungen, Kleinteile. Schienen aus den 70ern, Weichen auch aus den 70ern und 80ern vor allem. Ja, und hier die 8 Boxen, auch noch mit vielen kleinen Sets, aber auch noch mit Schienen. Aber da kam ich in dem Moment auch nicht ran. Hier noch ein paar Schwellen, noch ein paar Trabos. Und hier. Also überall ist halt, wie gesagt, noch was drin. Hier zum Beispiel noch ein Bahnsteig, Kurven. Und die Boxen, 8 Stück. Da muss man erstmal das alles, was davor steht, wegräumen, um überhaupt an die Boxen heranzukommen.
Aber hier zum Beispiel auch Bahnhöfe bei Verladestationen, also vorwiegend Eisenbahnzubehör. Ja, der Stapel, den hatte ich ja schon vorhin kurz angesprochen. Genau, manchmal gucken wir Karte auch nochmal. Guckt euch das auch nochmal an. Ja, ein bisschen Kleinkram, weniger interessant. Also wie gesagt, die Boxen sind kein Gerücht, die sind tatsächlich vorhanden. Zwei Stück, nur mit Schienen, überwiegend mit Kurven gefüllt. Hier, ja, allerhand Kleinkram. Habe ich noch, wenn immer noch mal Platz war und ich noch was Kleines gekauft habe, das immer mal so draufgepackt. Ja, ein ganzer Karton voller Travis. Oben sind die meisten, also der Travis müsste ich auch schon 20, 30 Stück haben. 45, 63, leider etwas beschädigt. 78, 10. Und ja, hier der Karton des neueren Zugs, 10198. 60198, ja. 45, 12, 45, 65. Und noch ein paar schöne Kartons. Und in den meisten Kartons ist auch wiederum etwas drin. Zum Beispiel hier. Den Zug hatte ich auch mal 2006. Hatte ich den originär neu gekauft und aufgebaut und dann 2014, glaube ich, nochmal neu auf eBay ergattern können. Und das ist noch, ja, sind noch die Reste davon. Auch die Beutel aufgehoben und alles. Und die Weichen. Ja, das ist, denke ich, weniger interessant. Ja, hier sind ein paar Grundplatten, ein paar Schienen. Ja. Ich gucke einmal ganz kurz, wie viele Videos hier noch sind. Okay, das kann ich jetzt gerade gar nicht absehen. Mache ich einfach nochmal weiter im Schnelldurchlauf. Also, ja, nur ein bisschen was an Kleinkram, ein bisschen was an Fahrzeugen. Ja. Die Boxen hatte ich ja schon angesprochen. Also die hier vielleicht noch nicht so dezidiert. Da sind vorwiegend modulare Gebäude drin. Ja. Alle nur einmal aufgebaut und verstaut. Hier der weihnachtliche Bahnhof. Noch ein 12 Volt. Ja, das Stadtleben. Also alles wunderbar verstaut und staubgeschützt. Das hatte ich ja schon eben angesprochen. Darauf gehe ich jetzt mal nicht mehr dran. Ja. Das ist auch nur noch ein bisschen Zubehör. Gleiches gilt für die Box, die hatte ich ja schon angesprochen. Genau, dann bin ich jetzt tatsächlich soweit durch mit dem Grobüberblick. Das Video können wir uns ja auch mal anschauen. Aber ist jetzt nichts groß Spannendes mehr. Genau. Ist jetzt tatsächlich etwas länger geworden, als ich das gedacht hatte. Ich hoffe, dass ihr euch das in zweifacher Geschwindigkeit angeschaut habt, wie ich das sonst immer mache. Ansonsten, ja, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe doch, dass es für euch ein bisschen interessant gewesen ist. Und ja, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, lasst sie gerne da. Ich freue mich immer auch über Kritik und versuche das dann im nächsten Mal besser zu machen. Also dann, danke, dass ihr dabei wart und bis bald.